Ich bin gespannt, wer von euch schon mal davon gehört hat. Die Sache bei diesem Fall ist, es gibt keine Fotos. Es gibt Fotos bei Stern oder Spiegel oder so, aber das war's. Es gibt keine Fotos von Dieter Henschel und von seinen Opfern. Und deswegen habe ich heute nur ein Symbolbild drin von einem Killer. Dieter Henschel wollte Liebe. Liebe von einer Frau. Und das um jeden Preis. Tja, dieser Sehnsucht fielen viele Frauen zum Opfer, bis er seine grausame Fantasie wirklich wahr machte. Und ich möchte an dieser Stelle nochmal warnen, dass zart beseitete Personen diesen Fall bitte jetzt nicht weiter verfolgen, da er auch recht grausam ist. Und damit beginnen wir. Was ihr Sohn jahrelang im Keller trieb, wussten seine Eltern nicht, beziehungsweise wollten es nicht wahrhaben. Und je länger ich mich mit diesem Fall beschäftige, ganz kurz, eine persönliche Einschätzung, glaube ich, dass seine Eltern es einfach nicht wahrhaben wollten und es vielleicht als letzten Ausweg gesehen haben. Dieter Henschel wurde 1950 in Ost-Berlin geboren, also in der DDR. 2 Jahre lang lebte er leider nur bei seinen Eltern, bevor er mit seiner Schwester in ein Kinderheim kam. Das Problem ist, dass seine Mutter die beiden sehr früh bekommen hat und völlig überfordert war. Sie steckte mitten in der Ausbildung, sie hatte 2 junge Kinder und war absolut überfordert. Und deswegen dachte sie, sie bringt die beiden Kinder für 1 Jahr mal ins Heim und nimmt die danach wieder. Während des ganzen Jahres gab es keinen Kontakt zwischen Kinder und Eltern, auch obwohl das Heim gar nicht mal so weit von der Wohnung entfernt lag. Tja, aber nach diesem 1 Jahr war die Obhut bei den Eltern auch recht dürftig. Der Vater war gewalttätig gegenüber der Familie gewesen und Dieter kam dann in ein Wochenheim. Das heißt, er war innerhalb der Woche in einem Kinderheim und kam am Wochenende zu seinen Eltern und durfte mit denen Zeit verbringen. Als Dieter 3 Jahre alt war, begann die Mutter vermehrt, die Mädchenkleidung anzuziehen, denn eigentlich hatte sie sich ein weiteres Mädchen gewünscht und dadurch entstand Dieters spätere Vorliebe zur Brust, zur weiblichen Brust und zu BHs. Er selber trug sehr gern BHs. Wenn er rausgegangen ist, hat er sich die BHs angezogen, ausgestopft, im Dunkeln hat das draußen keiner gesehen. Sein Vater konnte mit Dieter nur wenig anfangen. Die beiden hatten ein sehr distanziertes Verhältnis. Auch, dass er zum Beispiel manisch-depressiv war und das halt auch als Erwachsener noch. Das machte den Umgang mit seinem Vater nicht einfacher. Und wie gesagt, dass Dieter eine Vorliebe für Frauenkleider entwickelte, das war auch nicht gerade förderlich für die Beziehung zum Vater. Das Verhältnis zur Mutter hingegen war, ja, okay, sag ich mal. Die beiden sind jeden Tag zur Schule gemeinsam gefahren und auch zurück, weil sie auch in der Schule gearbeitet hat. Sie hat Dieter gebadet, bis er 12 Jahre alt war. Und es kommt ein bisschen so vor, als würde sie die ganze Fürsorge jetzt nachholen, die sie am Anfang ihm entzogen hat. Allerdings herrschte sie komplett über sein Leben. Sie bestimmte über alles. Sie hatte die komplette Kontrolle über ihn. Er durfte in der Pubertät keinen Kontakt zu Gleichaltrigen pflegen. Er durfte nicht eigenständig sein und somit wurde er später auch kein eigenständiger Erwachsener. Deswegen, als später die Verhandlung war von ihm, wurde er als kränklicher Außenseiter beschrieben, als ein Kind mit wenig Selbstbewusstsein, das aber zu aggressiven Tendenzen und aggressivem Verhalten neigt. Auch wurde zum Beispiel nicht über Sexualität im Hause Henschel gesprochen. Einmal hat Dieter zum Beispiel im Schlafzimmer seiner Eltern Handschellen gefunden und Fesseln. Und seine Mutter sagte ihm, dass ihn das nichts angehe. Das war's. Damit war die Sache für sie abgehakt und er war nicht aufgeklärt. Allerdings wurde er sehr angetrieben von der eigenen Neugier.
Also fing er an, sich selbst zu fesseln, später dann auch im Wald, wo er unentdeckt bleiben konnte. Er fesselte sich, er schnürte sich Körperteile ab, er betrachtete sich dabei selbst im Spiegel, er schnürte sich die Luft ab, bis er ohnmächtig wurde und dabei empfand er sexuelle Erregung. Seine erste Vergewaltigung begann Dieter Henschel mit 14 Jahren. Er verfolgte ein Mädchen, schubste das die Böschung hinunter und fesselte sie und vergewaltigte sie. Als er einem Bekannten von der Tat berichtete, vergewaltigten sie gemeinsam eine junge Frau. Diese Tat wurde tatsächlich auch zur Anzeige gebracht und das Gericht in der DDR verurteilte Dieter zu 15 Monaten Jugendhaus in Thüringen. Er selbst hat das Urteil aber nicht wirklich verstanden. Er war total irritiert, weil er sich selbst nicht als Täter wahrgenommen hat, sondern als Opfer. Jedenfalls hat Dieter damit weitergemacht, was er am liebsten gemacht hat, wenn er unbeobachtet in seiner Zelle war. Er fesselte sich. Und nach seiner Entlassung 1967 zog er bei seinen Eltern in Ost-Berlin wieder ein. Er besuchte die Abendschule und lernte ein Mädchen kennen, welches auch Interesse an ihm zeigte. Und mit ihr hat er dann letztendlich die ersten echten, ja, einvernehmlichen sexuellen Erfahrungen gemacht und auch Fesselspiele während des Sex ausprobiert. Aber nach einigen Monaten hat sie sich von ihm abgewendet und in ihm kam diese Verlustangst wieder hoch. Diese Angst, die er hatte, seit seine Mutter ihn ins Heim gegeben hat. Diese Angst, dass die Person, die er liebt, eine weibliche Bindungsperson, dass die einfach den Kontakt abbricht. Und das hat ihn absolut fertig gemacht. Wenige Monate nach der Trennung von seiner ersten Freundin überfiel Dieter Henschel ein Mädchen und konnte unerkannt flüchten. Direkt am nächsten Abend fesselte und vergewaltigte er eine weitere Frau und kam auch hier ungesehen davon. Insgesamt begann er in nur 9 Monaten 10 Vergewaltigungen bzw. versuchte Vergewaltigungen. Und auffällig bei seinen Taten war, dass nach dieser grausamen Tat er plötzlich umgeswitcht ist zu einem ganz anderen Menschen. Er hat den Frauen beim Anziehen geholfen, er hat sich mit ihnen unterhalten. Er hat eine sogar bis zur Haustür nach Hause gebracht. Er hat seinen Namen den Frauen gegenüber genannt, in der Hoffnung, dass sich eine Liebesbeziehung entwickeln könnte. Und obwohl er ganz viel private, persönliche Details bekannt gegeben hat, wurde er deswegen nicht geschnappt. 1970 lernte er dann seine spätere Frau kennen bei einem Spaziergang. Und kurze Zeit haben die sich direkt verlobt. Sie ist dann auch schon zu ihm gezogen. Und für eine kurze Zeit konnte er seinen Drang nach Vergewaltigung auch unterdrücken. Mit gerade mal 20 Jahren verübte er dann allerdings seine 13. Vergewaltigung, während seine 16-jährige Verlobte schwanger von ihm war. Seinen Sohn hat er übrigens niemals kennengelernt. 2 Monate später wurde er verhaftet und 1971 zu 10 Jahren Haft verurteilt. Anfang von dem Jahr 1980 wurde er aus dem Gefängnis entlassen und wie bereits nach der Jugendhaftstrafe zog der mittlerweile jetzt 30-jährige Dieter Henschel wieder zu seinen Eltern zurück und seine Mutter, die noch immer sein Leben bestimmte und komplett kontrollierte, wollte nicht, dass er diese Therapiesitzung machte, diese psychotherapeutischen Sitzungen, sondern sie wollte, dass er sich eine Frau sucht. Und deswegen schaltete sie Heiratsannoncen in der Zeitung. 1982 meldete sich auch dann eine Frau, die schon bald bei Dieter und seinen Eltern einzog und sie heirateten und bekamen eine gemeinsame Tochter. Und diese Frau ließ sich auch manchmal von ihm fesseln, aber nicht aus eigenem Vergnügen heraus, sondern ihm zuliebe. Tja, zu dieser Zeit begann Dieter Henschel wieder seinen kindlichen Vorlieben nachzugehen. Er kleidete sich in Rock und Bluse und ging nachts gefesselt auf die Straße.
1984 begann seine Vergewaltigung erneut und er wurde abermals verhaftet. Diesmal wurde er allerdings in die geschlossene Psychiatrie eingewiesen, aus der er ein Jahr später dann entlassen wurde. Ja, und diese Behandlung hat ihn zwar für eine kurze Zeit stabilisiert, dann ist er wieder bei seinen Eltern eingezogen, wieder fand er eine neue Freundin über die Kontaktanzeigen, die seine Mutter geschaltet hat, und dann bekam er eine Aufgabe von seiner Mutter. Er sollte nämlich den Keller ausbauen, den er gerne als sein eigenes Reich vorher schon genutzt hat. Die Mutter hat ihm also Anweisungen gegeben, dass er diesen Keller jetzt richtig ausbauen soll. Dieter begann also, einen Folterkeller einzurichten. Über Jahre hinweg kaufte er verschiedene Seile und Gegenstände zum Fesseln. Er hat den Keller schalldicht isoliert. Und das war ein offenes Geheimnis in der Familie, was Dieter da unten gemacht hat. Also, das wurde nie thematisiert oder so, ja, aber es wussten alle. Und zum Beispiel hat es die Mutter auch aufgeregt, dass der Keller so schalldicht war, dass wenn sie ihn zum Essen gerufen hat, er es nicht gehört hat. Also hat er eine Klingel dort unten angebracht, so eine Klingelleitung, dass sie in der Küche klingeln konnte und er es dann unten hörte und er dann zum Essen gekommen ist. Einmal mischten sich allerdings seine Eltern in Dieters Treiben ein. Er sollte nämlich eine Zelle mit Bett und Gitter unten einbauen. Was sie damit wollten, war ihm nie bewusst. Also er hat das nicht verstanden, warum seine Eltern gesagt haben, baut eine Zelle ein, mit Gitter, mit Bett. 1998 wurde Dieters Mutter krank und in ein Krankenhaus eingeliefert und er konnte jetzt seine Mutter nicht mehr täglich sehen, weil auch er Depressionen hatte. Er hatte ein paar körperliche Wehwehchen, ein paar Leiden. Und dann fiel seine Mutter ins Wachkoma. Und Dieters Schwester hat das ihm verschwiegen, weil sie Angst hatte, dass Dieter mit dem möglichen Tod nicht klarkommt. 1999 wurde im Februar dann Dieters Mutter in ein Pflegeheim eingewiesen. Und das war die Zeit, in der Dieter immer stärker in seinen Keller geflohen ist, in Folterfantasien versunken ist. Tja, und irgendwann hat er seine Fantasien dann spontan wahrgemacht. Ich blende jetzt auch kein Foto von dem Opfer ein, aber ich werde euch trotzdem erzählen, was passiert ist. Die 34-jährige Modedesignerin Silke R. ist auf dem Weg zu ihren Eltern in Südosten Berlin. Es ist der 14.02.1999, also Valentinstag, und Silke kommt gerade von ihrem Freund. Es ist bereits dunkel. Und sie kommt an der S-Bahn-Station vorbei und sieht an der Laterne einen Hund angebunden, einen Schäferhund. Und sie will gerade zu diesem Hund hin. Auf einmal fällt sie einen Mann von hinten an, der ein Messer in ihren Rücken drückt und sie zwingt, mitzukommen. Vorher verbindet er ihr noch die Augen, fesselt sie, knebelt sie, zwingt sie in den Fußraum ihres Autos und fährt mit ihr sofort weg. Ja, also der hat den Schutz der Dunkelheit ausgenommen, das hat niemand jetzt gesehen, er konnte sie super schnell entführen. Dieter bringt die junge Frau also in seinen Keller, welcher ausgestattet ist mit zahllosen Folterinstrumenten, Fesseln, Knebeln. Und im hinteren Teil befindet sich die Gitterzelle mit diesem Bett, was Dieter auf Wunsch seiner Mutter selbst erbaut hat. Es war so ein Krankenbett oder so. Die Decken sind verkleidet mit Schaumstoffplatten, das heißt, niemand kann Silke Schreie hören. Er hat Silke dann nach den Personalien gefragt, nach Name, Adresse auch von Freunden, von ihrem Partner, von der Familie. Der hat alles aufgeschrieben und danach hat er ihr einen Ordner überreicht, auf dem stand, zum Lernen für die Sklaven. Und der war gefüllt mit Sex- und Fesselpraktiken. Und er hat ihr erzählt, er sei von einer Organisation, die Sexsklaven ausbildet und er würde sie nun ausbilden und verkaufen. Und das alles war so absurd.
Er zwang sie dazu, einen Ausbildungsvertrag zu unterschreiben. Und erst als sie diesen unterschrieben hat, hat er sie dann als Sklavin bezeichnet. Er hat sie dann auch nur noch als Sklavin genannt. Von da an musste sie in den ersten paar Tagen Dieter so oft wie es ging umarmen. Sie musste ihn immer sexuell stimulieren, so oft wie es ging. Am dritten Tag ihrer Gefangenschaft vergewaltigte er sie dann das erste Mal. Er hat sie Prüfung schreiben lassen zum Thema Sexualpraktiken und Fesselungstechniken. Sie musste alles auswendig lernen und später hat er sie dann fast täglich vergewaltigt. Tja. Unter seiner Aufsicht durfte sie auch dann mal oben ins Haus. Am 10. Tag gestand Dieter seinem Opfer, dass er sie mag und schenkt ihr eine Kette. Das ist ein bisschen wie in so einem Film. Ganz komisch. Er hat sie dann irgendwann mit zum Spazierengehen rausgenommen, aber Silke hat sich auch nie getraut zu flüchten, weil sie immer dachte, es gibt diesen Menschenhändlerring, der sie immer wieder finden wird, weil sie ja auch alle Daten rausgegeben hat von ihrer Familie, ihren Freunden und sich selbst und sie sich nicht sicher gefühlt hat. Sie hatte Todesängste und war zwar draußen in der Freiheit, aber konnte nicht frei sein. Außerdem hat er eine Pistole bei sich gehabt. Und dann wurde es ganz komisch. Die haben angefangen, gemeinsam am PC zu spielen. Das Passwort für diesen Computer war übrigens Mutter. Und irgendwann erfuhr sein Opfer von ihrer Schwangerschaft. Aber Dieter hat es nicht abgehalten. Er hat sie weiter vergewaltigt, misshandelt. Und sie war schon vor der Entführung schwanger, da hat sie es aber noch nicht gewusst. Also sie war von ihrem Freund schwanger. Und insgesamt wurde Silke 44 Tage festgehalten. Am Morgen des 30. März verabschiedete er sich von ihr. Dieter musste nach der Zeit, die er Silke gefangen hielt, sich eingestehen, dass er Liebe nicht erzwingen kann und seine Opfer niemals Zuneigung erwidern würden. Deswegen ist er in ein Auto gestiegen, mit 40, 50 km/h in einen parkenden Betonmischer gefahren und hat keine Bremsspuren vorher hinterlassen. Das heißt, es war ein Suizidversuch. Diesen Suizidversuch überlebte er und kam ins Krankenhaus. Sein Opfer war zu dem Zeitpunkt immer noch im Keller eingesperrt. Sie wusste nicht, dass er versucht hat, sich umzubringen. Sie hatte im Keller eine Ration von Lebensmittel für 5 Tage. Und das war's. Sie dachte, er kommt wieder. Die wusste nicht, dass er sich umbringt. Am 2. April 1999, 3 Tage nach Dieter Henschels Unfall, betreten dann seine Schwester und ihr Mann das Haus, weil sie die Wäsche von Dieter, der im Krankenhaus lag, waschen wollten und neue holen wollten. Und Silke hat Menschen in dem Haus gehört. Sie hat mit Handschellen gegen Stahlrohr geschlagen, aber die haben sie nicht gehört. Dann hat sie geklopft, geschrien und endlich haben die Schwester und der Mann sie gehört. Und als sie den Keller betraten, fanden sie Silke gefesselt, geknebelt im Keller ihres Bruders vor. Dieter Henschel wurde umgehend ins Gefängniskrankenhaus verlegt, wo er erneut Suizidversuche begann. Im Oktober 1999 wurde er wegen Geiselnahme und 27-facher Vergewaltigung angeklagt und für schuldig befunden. Er wurde in eine geschlossene psychiatrische Einrichtung eingewiesen. Zum eigenen Schutz wurde er während der Verhandlung an einen Krankenstuhl geschnallt und von 2 Mitarbeitern des Haftkrankenhauses überwacht. Silvia brauchte nicht zur Verhandlung aussagen. Sie musste in therapeutische Betreuung nach diesem wochenlangen Martyrium, was wir, glaube ich, alle verstehen. Außerdem erwartete sie zu dem Zeitpunkt die Geburt ihres Kindes, welches sie trotz Misshandlung, Gott sei Dank, nicht verloren hat.